Abschnitt 55 Konversation. Hören Sie zu. Heute wiederholen wir noch einmal die Bedeutung verschiedener Hinweisschilder. Dieses Schild steht häufig an Bergstrecken. Es bedeutet schlüpfrige Straßenoberfläche bei Regen, Schnee oder Glatteis. Sobald Sie dieses Schild sehen, verlangsamen Sie die Fahrt, um plötzliches Bremsen zu vermeiden. Bei nasser oder verschneiter Fahrbahn vermeiden Sie grundsätzlich jedes plötzliche Bremsen. Sonst laufen Sie Gefahr, sich um 180 Grad zu drehen. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Was wiederholen wir heute? Heute wiederholen wir noch einmal die Bedeutung verschiedener Hinweisschilder. Wo findet man dieses Schild häufig? Dieses Schild steht häufig an Bergstrecken. Was bedeutet es? Es bedeutet schlüpfrige Straßenoberfläche bei Regen, Schnee oder Glatteis. Was tun Sie, sobald Sie dieses Schild sehen? Sobald Sie dieses Schild sehen, verlangsamen Sie die Fahrt, um plötzliches Bremsen zu vermeiden. Sollte man grundsätzlich plötzliches Bremsen vermeiden? Bei nasser oder verschneiter Fahrbahn vermeiden Sie grundsätzlich jedes plötzliche Bremsen. Was könnte sonst passieren? Sonst laufen Sie Gefahr, sich um 180 Grad zu drehen. Hören Sie zu. Sehen Sie sich dieses Schild an. Was bedeutet es? Das ist ein Verbotsschild für bestimmte Fahrzeuge. Für welche Fahrzeuge? Für Fahrzeuge, die Gas, Brennstoffe, brennbares Material oder Sprengstoffe transportieren. Ist das alles? Nein. An bestimmten Tagen dürfen hier auch keine Lastwagen über 2,8 Tonnen fahren. Von wann bis wann? Von Samstag bis Montag oder an Feiertagen. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Sehen Sie sich dieses Schild an. Was bedeutet es? Das ist ein Verbotsschild für bestimmte Fahrzeuge. Für welche Fahrzeuge? Für Fahrzeuge, die Gas, Brennstoffe, brennbares Material oder Sprengstoffe transportieren. Ist das alles? Nein. An bestimmten Tagen dürfen hier auch keine Lastwagen über 2,8 Tonnen fahren. Von wann bis wann? Von Samstag bis Montag oder an Feiertagen. Hören Sie zu. Hier finden wir doch keinen Parkplatz. Lass uns ins Parkhaus fahren. Da hinten, links hinter dem Café ist eins. Haben wir genug Kleingeld? Wofür? Das ist ein Parkhaus mit Kassenautomaten. Richtig. Darauf bin ich schon mal reingefallen. Holen Sie dann bitte. Hier, du suchst doch billige Tapeten. Merk dir mal die Adresse. Welche Adresse? Sieh dich um. 20% Rabatt. Das klingt nicht schlecht. Leider habe ich im Augenblick keine Zeit reinzugehen. Das Sonderangebot gilt bis zum 20. Februar. Bis dahin wirst du es doch schaffen. Dialog. Kauf einer Eigentumswohnung. Hören Sie zu.
Ist da das Verkaufsbüro für den Fasanenpark? Ja. Was können wir für Sie tun? Ich hatte meine Visitenkarte in Ihrem Briefkasten geworfen, aber ich habe bis heute keine Unterlagen bekommen. Das tut mir leid. Wenn Sie mir Ihre Adresse geben, schicke ich Ihnen heute noch unseren Katalog. Franz Schneider, Veilchenweg 17, 8012 Ottobrunn. Sagen Sie mir nochmal Ihre Bürozeiten. Täglich von 9 bis 5, samstags bis 13 Uhr. Wiederholen Sie bitte. Ist da das Verkaufsbüro für den Fasanenpark? Ja, was können wir für Sie tun? Ich hatte meine Visitenkarte in Ihrem Briefkasten geworfen, aber ich habe bis heute keine Unterlagen bekommen. Das tut mir leid. Wenn Sie mir Ihre Adresse geben, schicke ich Ihnen heute noch unseren Katalog. Franz Schneider, Veilchenweg 17, 8012 Ottobrunn. Sagen Sie mir nochmal Ihre Bürozeiten. Täglich von 9 bis 5, samstags bis 13 Uhr. Einige Tage später. Hören Sie zu. Für welchen Wohnungstyp interessieren Sie sich? Für eine Vierzimmerwohnung. Wir haben noch zwei Vierzimmerwohnungen. Die eine ist im ersten Stock, 98 Quadratmeter und 16 Quadratmeter Balkon. Die kostet 420.000 Mark. Ist da ein Garagenplatz dabei? Sie können einen Platz in der Tiefgarage haben, aber der ist im Preis nicht eingeschlossen. Und wie viel würde der zusätzlich kosten? 8.000 Mark. Und die andere Wohnung, wo liegt die? Die liegt im zweiten Stock. Sie ist etwas kleiner, ungefähr 80 Quadratmeter. Und der Balkon hat auch nur 6 Quadratmeter. Die kostet 342.000. Wenn ich das im Kopf richtig gerechnet habe, dann ist das derselbe Quadratmeterpreis. Ja, ziemlich genau. Sind das Festpreise? Das sind Festpreise, aber Sie müssen natürlich noch die Grunderwerbssteuer berücksichtigen. Wiederholen Sie bitte. Für welchen Wohnungstyp interessieren Sie sich? Für eine Vierzimmerwohnung. Wir haben noch zwei Vierzimmerwohnungen. Die eine ist im ersten Stock, 98 Quadratmeter und 16 Quadratmeter Balkon. Die kostet 420.000 Mark. Ist da ein Garagenplatz dabei? Sie können einen Platz in der Tiefgarage haben, aber der ist im Preis nicht eingeschlossen. Und wie viel würde der zusätzlich kosten? 8.000 Mark. Und die andere Wohnung, wo liegt die? Die liegt im zweiten Stock. Sie ist etwas kleiner, ungefähr 80 Quadratmeter, und der Balkon hat auch nur 6 Quadratmeter. Die kostet 342.000. Wenn ich das im Kopf richtig gerechnet habe, dann ist das derselbe Quadratmeterpreis. Ja, ziemlich genau. Sind das Festpreise? Das sind Festpreise, aber Sie müssen natürlich noch die Grunderwerbssteuer berücksichtigen. Lebendiges Deutsch. Hören Sie zu. Ich warte auf den Zug aus Stuttgart. Kann ich auf den Bahnsteig gehen? Ja, natürlich. Warum nicht? Ich habe keine Bahnsteigkarte. Die gibt's gar nicht mehr. Das war früher mal. Wiederholen Sie bitte. Ich warte auf den Zug aus Stuttgart. Kann ich auf den Bahnsteig gehen? Ja, natürlich. Warum nicht? Ich habe keine Bahnsteigkarte. Die gibt's gar nicht mehr. Das war früher mal.
Hören Sie zu. Augsburg und zurück, bitte. Zweiter oder erster Klasse? Zweiter, bitte. Wiederholen Sie bitte. Augsburg und zurück, bitte. Zweiter oder erster Klasse? Zweiter, bitte. Hören Sie zu. Nach Schwabing. Welche U-Bahn muss ich da nehmen? Von hier aus zum Marienplatz. Da steigen Sie um Richtung Studentenstadt. An der Münchner Freiheit steigen Sie aus. Wiederholen Sie bitte. Nach Schwabing. Welche U-Bahn muss ich da nehmen? Von hier aus zum Marienplatz. Da steigen Sie um Richtung Studentenstadt. An der Münchner Freiheit steigen Sie aus. Hören Sie zu. Entschuldigung, darf man hier parken? Hier nicht. Hier dürfen Sie nicht einmal halten. 200 Meter weiter ist ein Parkhaus. Wiederholen Sie bitte. Entschuldigung, darf man hier parken? Hier nicht. Hier dürfen Sie nicht einmal halten. 200 Meter weiter ist ein Parkhaus. Hören Sie zu. Lufthansa Flug 302 nach Rom ist noch nicht aufgerufen? Nein, der ist aus technischen Gründen verspätet. Wann ist die neue Abflugzeit? Wir rechnen mit 17 Uhr. Was willst du tun? Ich checke ein und gehe in den Wartesaal. Die Zeit reicht nicht, um wieder nach Hause zu fahren. Wiederholen Sie bitte. Lufthansa Flug 302 nach Rom ist noch nicht aufgerufen? Nein, der ist aus technischen Gründen verspätet. Wann ist die neue Abflugzeit? Wir rechnen mit 17 Uhr. Was willst du tun? Ich checke ein und gehe in den Wartesaal. Die Zeit reicht nicht, um wieder nach Hause zu fahren.